Hallo und herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ja, in der letzten Folge habe ich, meine ich, gesagt, dass wir uns noch den letzten magischen Stein von Apollon holen wollen und dass wir dann wahrscheinlich hier vorne die Sache, da war gerade irgendwie ein Bild, hier vorne die Sachen machen wollen und das Archiv untersuchen wollen. Jetzt muss ich mal eben schauen. In die Richtung liegt auf jeden Fall der letzte Stein. Wahrscheinlich da Richtung Schlange oder so. Ja, das ist schön, wie du aussiehst. Wir müssen jetzt aber erstmal rüber springen. Hallo? Nein! Was habe ich denn jetzt gerade gedrückt? Irgendeine Kombination von Schlägen, die ich gar nicht haben wollte. Kann ich auch ein bisschen schneller machen hier, ne? Seht es mir übrigens bitte nach. Ich bin immer noch nicht ganz fit. Ich habe so einiges wieder körperlich durchgemacht. Und werde jetzt auch gleich einiges körperlich durchmachen, so wie es aussieht, weil ich mitten unter Gegnern landen werde. Gucken. Oder auch nicht. Haha. Ihr könnt mich nicht angreifen. So. Ich glaube, ich hatte recht. Und das ist da unten drin, oder? Wie muss ich denn da besiegen? Gibt es da einen großen Gegner? Mal schauen. Das Archiv haben wir schon mal entdeckt. Da wollten wir allerdings jetzt noch nicht hin. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, es hat mich nämlich wieder ziemlich heftig erwischt. Also ich bin ziemlich krank gewesen die ganze Zeit über. Und ja, das kennt man ja jetzt mittlerweile schon von mir. Aber es hat jetzt das letzte Mal doch ziemlich lange gedauert. Ich glaube, das ist irgendwo unten drunter. Ist jetzt oben? Nee, jetzt heißt es oben. Ist jetzt aber auch kein Gegner, der jetzt irgendwie schwer aussieht oder so, oder? Also der jetzt irgendwie immens schwer aussieht. Mein ah! Du Arsch! Ach komm, ich sehe den überhaupt nicht. Weg war er. Oh, da war er schon wieder zurück. Und wieder weg. Was war das denn jetzt gerade? Einsammeln? Das wären dann drei. Gut, Phoenix kann bis drei zählen, immerhin. Wo bleibt die Magie? Phoenix war klar, dass nur Hermes wissen würde, wie man die Steine verwendet. Die magischen Steine. Die magischen Steine, genau. Ich habe eigentlich gedacht, ich müsste jetzt hier irgendeinen großen Gegner besiegen. Aber offensichtlich nicht. Das heißt, dass wir uns eigentlich noch mit Hermes treffen müssten wegen den Steinen. Aber ich will jetzt nicht so hin und her switchen, ehrlich gesagt. Ich werde jetzt erstmal die Sache mit dem Archiv machen. Ich glaube, da komme ich am einfachsten wieder rüber, ne? So. Schleicht die denn jetzt? So, mal schauen, was das jetzt für eine Herausforderung sein wird. Und ob da eventuell auch noch extrem stark Gegner sein werden oder ähnliches. Ach, ich liebe das ja, dass der alles einfach einsammelt. So. Ach, ich dachte, das sind Geister. Oh. Oh, oh. Phoenix schritt durch das Archiv. Über zerborstene Statuen gefallener Heldengestalten. Klar, warum sollte man auch nicht in einen unheimlichen, halb zerfallenen Tempel gehen? Phoenix ist eine Heldin, Zeus.
Helden nennen sie die Sterblichen, die als Erste sterben. Hallo? Ist da jemand? Komm raus und stell dich! Ich will nicht rauskommen! Jetzt bin ich doch rausgekommen. Warum höre ich auf dich? Ein Kind? Ich bin kein Kind. Ich bin Athena. Athena? Oh. Oh. Die Göttin der Weisheit. Die Prophezeiung. Weises Kind überzeugt. Das ergibt jetzt schon viel mehr Sinn. Oh Mann, du hast ja keine Ahnung, wie sehr ich dich immer kennenlernen wollte. Aber warum bist du so klein und wütend? Du wärst auch sauer, wenn Typhon dich geschrumpft und dir eine Hydra hinterhergeschickt hätte. Ich hab dich gehört und dachte, du wärst dieses nervige Schlangengesicht. Tja, ich bin keine Hydra. Ich bin eine große Verehrerin von dir. Oh, ich habe so viele Fragen. Hast du im Trojanischen Krieg wirklich Ares verprügelt? Was? Oh, ja. Zweimal. Oh, und du warst wirklich die Richterin bei der Verhandlung gegen... Wie war dein Name? Phoenix. Kaum zu glauben, dass ich Athena treffe. Auch wenn sie ein kleines eine kleine Göttin ist. Wolltest du kleines Mädchen sagen? Beinahe, ja. Das wäre nicht gut ausgegangen. Ja, schon klar. Gut, dann will ich dir mal glauben, dass du keine Hydra bist. Aber das heißt, dass immer noch eine super miese Hydra hinter mir her ist. Wo hat Typhon deine Essenz versteckt? Wenn du wieder du selbst wärst, hätte die Hydra keine Chance. Und wir wären der Aufhebung des Steinfluchs einen Schritt näher. Ist er der erste Schritt? Oh, die Heldengestalt steht bereit, tapfer und mit fragwürdigem Stil. Moment, was? Ich habe auf dich gewartet. Nur die sterbliche Heldengestalt kann den Weg der Helden beschreiten und Kronos Stab der Zeit befreien. Stab der Zeit? Ja, er birgt die Macht des Gottes der Zeit. Mit ihm können wir Typhon besiegen, den Fluss der Zeit umkehren und den Versteinerungsfluch aufheben. Ohne ihn sind wir verloren. Oh, und du weißt, wie wir ihn bekommen? Kronos verlor ihn im Fluss der Zeit. Er zeigt sich nur der wahren Heldengestalt, die den Weg beschreitet. Der nächste Schritt ist, die Hydra zu töten. Dabei kann ich helfen. Ich habe Komischeres gemacht auf dieser Insel. Sehr gut, dann hätten wir das. Du bist meine Heldengestalt und erschlägst jetzt diese grauenvolle Hydra. Oh, das ging jetzt aber schnell. Eben wolltest du mich noch mit einer Statue zerschmettern. Ja, so ist das mit dem Schicksal. Schritt 1 auf dem Heldenpfad ist, die Hydra zu erlegen. Bis dann. Wie tiefsinnig. Hast du noch eine andere Weisheit für mich? Die ist ja geil. Wie klug von Athena an Kronos Stab zu denken. Die Kleine ist einem immer einen Schritt voraus. Ich wusste nicht, dass du den Stab kennst. Natürlich. Normalerweise fragt sie mich um Rat. Aber da war ich gerade nicht da. Welch ein Verlust. Du musst den Heldenpfad beschreiten. Das ist Schicksal und so. Ja, das heißt jetzt was? Oh mein Gott, ich bin immer noch fasziniert und entsetzt zugleich, aber positiv entsetzt. Ja, was ich mich jetzt nur frage... Ach so, töte die legendäre Hydra. Okay, ich musste also quasi erst in das Archiv des Suchers machen und dann hinten in der Richtung muss ich dann hin. Okay, ja gut, dann muss ich diesen Pfad halt nun mal beschreiten. Ich... Ach, das war mein Begleiter. Ich dachte gerade schon. Ich glaube, ich werde dann vorher nochmal eben schnell speichern. Es tut mir übrigens leid, weil im Moment bleibt mir die Stimme ein bisschen weg. Und ich weiß, dass ich normalerweise, oder ihr wisst ja auch, dass ich normalerweise gerne und viel rede. Aber ich habe gerade tierisch Probleme mit meinem Hals. Das geht immer weiter runter.
Wieso ist das unter mir? Sag mir jetzt nur nicht, dass die jetzt hier gleich, lebendig wird, weil das sieht mir so sehr nach einer Hydra aus. Ich hoffe, dass wir nicht dagegen kämpfen müssen. Dann drehe ich nämlich hier durch. Oder ist die irgendwo da unten? Hm. 144 Meter weiter runter. Was ist denn da? Auf jeden Fall ist da alles dunkel. Muss noch gucken. Beim Wasserfall erblickte Phoenix die furchteinflößenden Steinköpfe der Hydra. Albtraumhaft bedrohliche Gesichter. Wie Hera, wenn sie wütend ist. Die Sprüche sind so geil. So, ich nehme mal an, dass ich jetzt hier durch muss, ne? Sammeln wir mal schnell ein. Ja, ich bin gerade etwas orientierungslos, genauso wie es rüberkommt. Gehen wir mal in den Riss rein. Das Schlangenmonster. Stärke 3. Mann, okay. Das sieht auf jeden Fall nicht gut aus, beziehungsweise hört sich auf jeden Fall nicht gut an. Oje, oje. Das ist die Tür. Das ist wahrscheinlich wieder Heilung, ja. Okay. Was müssen wir denn hier für ein Rätsel machen? Oh, wir müssen gar kein Rätsel machen. Von deiner Größe an, du Monster! Oh, wieso können wir den... Ah, was war das denn? Also ich kann die anscheinend noch nicht angreifen. Aber sie kann mich angreifen, das ist natürlich richtig geil. Okay. Weil wenn ich sie anvisiere, kann ich meinen Phönix nicht dahin schicken. Muss ich hier irgendwas machen? Nimm den Hydra-Zahn. Ja, wie? Da muss ich da doch... Ah, da muss ich näher ran. Oh. Was war das? Scheiße. Weiß gar nicht, was ich machen soll. Oh. Okay. Okay, okay, okay. Die Kleinen sind ja nicht das Problem. Auch wenn das doch ziemlich nervig ist, weil ich denke mal, das macht mehr Schaden. Okay, ein Hydra-Kopf ist weg. Und da kommt wahrscheinlich jetzt noch ein neuer, oder? Das war nicht so gut. Oh, fuck! Wollt ihr mich verarschen? Oh, fuck! Okay. Och, die greift ja nur den an.
Das ist aber blöd. Der nimmt irgendwie gar keinen Schaden. Ich weiß nicht so richtig, was ich hier machen soll, ganz ehrlich. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Wir nehmen den Hydra-Zahn, ist wahrscheinlich jetzt nur, wenn ich den besiegt habe, gehe ich mal von aus. Oh. Tot? Ich denke nicht, oder? Doch! Oh Gott! Und so fiel die blutrünstige Hydra Phoenix zum Opfer. Eine wahre Heldentat. Wow! Athena hatte recht. Was für ein nerviges Schlangengesicht. So, ja, ich bin gerade ein bisschen überrascht. Wenn ich jetzt ehrlich bin, ich habe jetzt nicht gedacht, dass das so vergleichsweise doch recht easy sein würde. Okay, sehr schön. Ich mache euch perfekt. Ach, sehr schlecht. Moment, red später weiter. Ich muss erstmal gucken. Kehrt zu Athena zurück. Ah ja, klar, ich muss ja. Bleiben, aber es wird sich lohnen. Kann ich denn da. Ich muss da irgendwie erstmal hochklettern, ne? Macht aber noch nicht Jagd auf mich, oder? Muss ich denn da ganz hoch? Ja. Irgendwann werde ich auch oben angekommen sein. Moment. Ja, bleib mal kurz stehen. Da müssen wir mal eben Ausdauer ein bisschen wieder hochschaufeln. So. Also wie gesagt, seht es mir bitte nach, wenn ich jetzt nicht mehr ganz so viel am Stück rede. Weil ich habe im Moment ein extremes Halskratzen und auch ein bisschen Halsschmerzen. Und es war vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, jetzt in diesem Zustand etwas aufzunehmen. Aber ich wollte jetzt auch nicht noch länger nichts aufnehmen, weil es nervt mich ja selber. Also ich meine, ich bekomme es ja bei euch auch, was heißt ich bekomme es mit, ich gehe mal stark davon aus, dass es bei euch genauso ist, dass ihr auch was sehen möchtet und dann nicht so lange Pausen dazwischen haben möchtet. Achso, da bin ich eben rumgegangen, genau. Und mich nervt es halt eben auch, bin ich ganz ehrlich, dass ich jetzt doch wieder eine längere Pause zwischendurch gemacht habe. Da schauen wir mal eben nach. Die sieht schön aus, aber ich glaube, dass das jetzt nichts Besonderes ist, was wir jetzt hier machen können. Ja, wie gesagt, mich nervt es ja selber und ich möchte auch gucken, dass ich jetzt in Zukunft wieder regelmäßig und wieder nach Möglichkeit täglich Videos hochladen kann. Wobei ich da ein bisschen schauen muss, was kann ich aktuell machen. Und also was für aktuelle Videos kann ich nutzen und muss ich da eventuell ein bisschen auf ältere Videos ausweichen. Auch in meinen SSO-Channel möchte ich zeitgleich auch regelmäßig wieder Videos weiter hochladen. Ich habe jetzt heute zum Beispiel ein Video dort hochgeladen.
Von einer aktuellen Quest, beziehungsweise auch von einem... Jetzt weiß ich nicht, ich muss wahrscheinlich hier gleich etwas aktivieren. Von einer aktuellen Quest, beziehungsweise von einem neuen Pferd, was ich gekauft habe. In meinem anderen Channel Alpha Wölfin bin ich regelmäßig was am Hochladen momentan. Und ja, das möchte ich halt hier auch wieder am besten täglich hinbekommen. So, jetzt gucken wir aber mal eben, was Athena uns sagen kann, beziehungsweise ob wir jetzt schon ein bisschen helfen können, ja? Tja, es war nicht einfach, aber die Hydra ist kein Problem mehr. Was ist der nächste Schritt auf dem Heldenpfad? Aber der nächste Schritt zum Helden ist... Warte mal, ach ja, dem Sonderling mit Flügeln zu helfen. Sonderling mit Flügeln? Ach, der Vogel, den habe ich schon gerettet. Das läuft ja großartig. Wow, du bist ziemlich begeistert, weil du einen Vogel gerettet hast. Das ist, du bist, aber gut, besser eine komische Heldengestalt als gar keine. Das war schon mehr, als nur einen Vogel zu retten. Du hast es geschafft. Die Hydra ist hin, dem Flügelding ist geholfen. Und was war das? Oh ja, also, als nächstes musst du werden wie die großen Helden. Und große Helden erwartet Segen. Ah. Danke, Athena. Ja, nicht schlecht, was? Du wirst eine Heldin, genau wie Atalante, Achilleus, Odysseus und Herakles. Dann gehört der Stab dir. Gut, was kommt als nächstes? Was war das noch? Ah, ja, genau. Studiere die Pfade der Helden und tritt in ihre Fußstapfen. Super. Und dann? Wie und dann? Ein Feuer ohne Wind brennt für niemanden? Oh, das ist so weise. Du meinst, ich soll mich auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Geh und mach was! Lerne Heldendinge! Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob die kleine Athena, nee, man darf es ja gar nicht so laut sagen, ob die mir jetzt so richtig auf den Sack geht oder ob ich die jetzt lustig finden soll. Also sie hat den einen oder anderen guten Spruch gebracht, auf der anderen Seite hat sie aber auch so einige Eigenarten, die einen so richtig auf den Sack gehen, deswegen, ja, bin ich mir noch nicht so sicher. Ich würde sagen, dass wir dann in der nächsten Folge die Stele von Atalante suchen. Und ja, ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze weitergeht. Also ich muss ganz ehrlich immer noch sagen, ich liebe dieses Spiel. Ich finde es unheimlich schade, dass ich in letzter Zeit so wenig Zeit hatte zu spielen, beziehungsweise auch so wenig Möglichkeit hatte zu spielen, weil ich unter anderem auch noch mit Homeschooling beschäftigt war, mit meiner Tochter. Die ist ja jetzt auch schon seit, keine Ahnung, 3 Monaten oder so im Homeschooling. Und ja, das ist halt alles so ein bisschen... Normalerweise habe ich die Zeit für YouTube immer genutzt, wenn sie in der Schule war, und alles andere konnte ich dann nachmittags machen. Jetzt ist es aber so, dass ich die Zeit nicht mehr nutzen kann, sondern mehr oder weniger permanent dabei sein muss und ihr dann natürlich auch teilweise ein bisschen helfen muss, beziehungsweise nachschauen muss, ob sie es richtig gemacht hat und so weiter. Und das nimmt doch immens viel Zeit an. Und da schauen wir mal, wie das Ganze weitergehen wird. Wie das Ganze weitergehen wird, schauen wir dann auch in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.